So, ich sage dann mal herzlich willkommen in der neuen Woche. Schauen wir mal, was das so wird mit Corona und schlaf mich nicht tot. Wie wird das mit der Lockerung werden? Ich bin gespannt. Wir warten ab und werden sehen. So, ich würde sagen, was würde ich sagen? Ich würde sagen, wir backen uns mal ein Brot, ne? Sind sie nicht geil? Ja, sie sind es. Ist es nicht geil? Oh, Leute. Wäre Geruch möglich, ne? Hammer. Ist es nicht geil? Ja, ne? Mann, lecker. Ne? Zwiebelkäsebrot, wie man sieht. Sieht schon gut aus, ne? Lecker, lecker. Dann gehen wir mal in den Garten und bringen mal das Vogelfutter dahin, wo es hingehört, wohl? Genau. So, dann zeige ich euch mal, was wir die letzten Wochen überhaupt so im Garten gemacht haben. Wie man sieht, habe ich unseren alten Busch. Da sind noch die Wurzeln drin entsorgt. Wird jetzt schön klein gemacht. Dann sieht halt alles schon mal wohnlicher aus, ne? Wie ihr seht, ganz viele Blümchen gepflanzt. Na toll, man sieht, ich stehe am Fenster. Ich bin natürlich zu faul, in den Garten gerade zu gehen. Da hinten sind meine Erdbeeren, meine Tomatenpflanze. Aber ich wollte euch ja zeigen, was wir so gemacht haben, ne? Wiese machen wir jetzt auch noch schön wieder neu. Die Steine haben wir gerade verlegt. Hundehütte steht seit neuestem auch. Die Gebüsche sind geschnitten. Und ich muss sagen, ja, es wird. Hier haben wir dann auch noch, hat unsere Große noch ein paar Stiefmütterchen zugemacht. Es gibt heute wieder lecker Schnitzel mit Jägersoße und Migrantensoße. Ja, hallo. Ich weiß, sieht ein bisschen Gemüse aus, aber war schon den ganzen Tag unterwegs. Ganz viel Grünschnitt weggebracht, Garten umgegraben, neu gemacht und. Man hat immer was zu tun, ihr kennt das ja. Ja, diese Woche sind ja dann diese tollen Lockerungen der Politik schon mal durchgeführt worden, habe ich gehört und gelesen. Naja, ich bin überhaupt nicht begeistert davon, aber naja, was soll man sagen, was soll man sagen? Ne? Ich kann wirklich nur sagen, no way, viel zu früh. Also wir haben ja gut was geschafft in der ganzen Corona-Zeit. Man hat es versucht einzudämmen, wir hatten die Schulschließung, Geschäfte hatten geschlossen und. Und also musste man jetzt diese Extremlockerung machen. Heute Morgen habe ich sogar gelesen, unser lieber Herr Laschet möchte auch lockern, sodass die Kindergärten wieder öffnen. Es läuft. Und ich finde super. Ich darf mich nicht mit meiner besten Freundin treffen und mit ihrer Familie, aber die Kinder, die dürfen sich in die Schule setzen. In Klassenraum. Läuft, ne? Ja, ich finde das super. Also ich ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Ich weiß auch gar nicht mehr. Wisst ihr, ich weiß gar nicht mehr, was ich zur Politik überhaupt noch sagen soll. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Weltportal? Am Welt heißt das, da sind dann die ganzen Nachrichten, kannst du deine Kommentare zu schreiben oder so. Bin ich auch gut unterwegs und ich muss wirklich sagen, ich bin erschrocken, ne? Ich bin immer wieder erschrocken, was da für Nachrichten reinkommen und. Gestern, ich weiß gar nicht, gestern oder heute war auch wieder was drin über Politik und schlag mich nicht tot, ne? Also andere, wie soll ich das jetzt sagen? Um keinen anzugreifen. Es gibt Politiker, nicht in unserem Land, in anderen Ländern, die verzichten auf 30% ihres Gehaltes. Hut ab, finde ich prima, super, ganz weit vorne. Es müssen nämlich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger auf ihr Geld verzichten. Und ja, es verzichten Bürgerinnen und Bürger auf ihr Geld. Ich denke da so an unsere Kurzarbeiter. Was ist denn mit denen? Die sind gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und da geht es nicht darum, dass man vielleicht 3 Tage die Woche nur arbeitet und 2 zu Hause ist. Es gibt Firmen, Leute, die haben seit Wochen geschlossen. Da arbeiten die Leute überhaupt nicht. Und da reden wir nicht von 200 Euro, was den Leuten fehlt. Da fehlt denen ein bisschen mehr. 400, 450? Kommt ganz drauf an.
Und von 68%, wenn man ein Kind hat, oder 60%, wenn man kein Kind hat, Kurzarbeitergeld. Schaffst du gar nicht, kannst du gar nicht von leben. Ist doch lächerlich, ist das doch. Ganz ehrlich, unsere Politik, ich verstehe es nicht. Wenn ich mich groß hinstelle und erzähle, wie toll wir sind, wie super wir sind, was wir alles geschafft haben, ich verstehe nicht, was jetzt gerade läuft. Es gibt Medienberichte von Frau Merkel, die eindeutig sagen, sie sieht die zweite Welle. Die zweite Welle wird kommen und die wird uns ganz drastisch treffen. Und hier unser lieber Herr Laschet, was sagt der? Wir können lockern, wir können eröffnen, wir können, wir sind soweit. Wisst ihr, was das ist? Es wird alles gelockert, es wird eröffnet, gemacht und getan, weil unsere Herren Politiker da oben, die denken an die Wirtschaft, ganz genau. Sie denken an die Wirtschaft und sonst an gar nichts. Die kleinen Bürgerinnen und Bürger, die gehen ihnen nämlich vorbei. Und das ist eine Schande. Das ist eine ganz, ganz große, traurige Schande. Und jetzt kommen dann wieder diese Kommentare von wegen, die hat überhaupt keine Ahnung, was die da erzählt, soll sie besser machen. Ja klar, sicher. Lass doch mal einen normalen Bürger da oben rein. Und der normale Bürger, der wird in einer Woche, wird er alles besser machen, als die Herrschaften, die da oben sitzen. Weil der normale Bürger weiß, wie das Leben hier, bei den Normalos so abgeht. Denk mal drüber nach. So, meine Einer verabschiedet sich dann erstmal für jetzt, sage ich einfach mal. Und ich begebe mich jetzt mal weiter ans Kochen, weil sonst koche ich hier gleich noch über. So, im Moment ist euch ja sicherlich aufgefallen, habe ich mich überhaupt nicht mehr an Vlogs oder irgendwas gehalten, keine Challenge gemacht oder. Aber auch nur aus dem einfachen Grund, weil in der Corona-Zeit war ja wirklich Kontaktbeschränkung ist ja immer noch. Man macht nicht so viel, man geht vielleicht mal einkaufen, aber sonst läuft ja nicht wirklich was. Wir hatten einen Umzug und zwar sind Oma und Opa ausgezogen aus unserem Haus und sind wieder in eine kleine Wohnung gezogen. Mussten wir natürlich auch alles irgendwie stemmen. Ja, aber jetzt bin ich wieder da. So, es ist Freitagabend. Freitagabend heißt, genau, es ist TLC-Time, Geisterabend. Ich freue mich. Ich liebe den Freitag, weil Freitag läuft auf TLC immer Geister. Stehe ich voll drauf. So, und dann haben wir auch schon wieder Woche es geschafft. Und naja, wir sind alle geschafft, ihr seid geschafft. Haut rein, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und oder abonniert mich.